Hallo, liebe Deutschlernende. Na, wie läuft es mit deinen Vorsätzen für das neue Jahr? Bist du immer noch dabei? Machst du immer noch das, was du dir vorgenommen hast? Nun, 80 oder 90% oder sogar noch mehr aller Leute, die sich etwas für das nächste Jahr vornehmen, geben im Januar auf. Ja, so ungefähr Mitte Januar bis Ende Januar, das ist die Zeit, wo viele Leute einfach aufgeben. Sie machen nicht mehr das, was sie sich vorgenommen haben. Vielleicht hast du dir vorgenommen, jeden Tag eine halbe Stunde Deutsch zu lernen. Wenn du einer der 80-90% der Leute bist, dann hast du schon aufgegeben. Dann hast du schon aufgehört, jeden Tag regelmäßig Deutsch zu lernen und auch genügend Zeit zu investieren. Sei nicht einer der 80-90%. Bleib dabei. Sei einer der starken 10%. Einer der 10%, die das tun, was sie sich vorgenommen haben. Und vielleicht hast du schon aufgegeben, aber ich möchte dich ermuntern, wieder anzufangen. Ja, das, was du dir Ende Dezember vorgenommen hast, fang wieder damit an, wenn du bis jetzt damit aufgehört hast. Fang wieder an, okay? Lass dich nicht beirren. Ich weiß, oft passiert ganz viel. Oft denkt man, man hat wenig Zeit. Oft ist viel Stress. Und man denkt sich, ach, ich schaffe das jetzt einfach nicht. Aber gib nicht auf. Ja, besonders, wenn es um deine Träume geht. Ja, gib nicht auf. Mach weiter. Kehre wieder zurück und tu die Dinge, die du dir vorgenommen hast. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du Hilfe brauchst, bin ich immer für dich da. Ja? JoinGermanClub.com, wenn du Hilfe brauchst. Ja, das ist meine Akademie. In der Akademie bringe ich dir bei, wie du effektiv Deutsch lernen kannst. Ja, ich bringe dir effektiv Deutsch bei und du hast auch einen guten Anreiz, weiter zu lernen. Ja, das ist nämlich so, wenn man sich einschreibt in einen Kurs, ja, wenn man in der Universität ist zum Beispiel und dann besucht man einen Kurs oder man ist in einer Schulklasse und besucht dort mehrere Kurse, ja, dann ist das psychologisch so, dass man dann auch mitmacht. Ja. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich einschreibst in der Akademie, joingermanclub.com, und dann sagst, ach, ich gebe auf. Ja? Das ist auch ein Weg, um am Ball zu bleiben, wie man im Deutschen so schön sagt. Ja? Das ist auch ein Weg, nicht aufzugeben. Ja? Joingermanclub.com. Vergiss deine Träume nicht, mache weiter, halte dich an deine Vorsätze fürs nächste, für dieses Jahr, beziehungsweise kehre zu ihnen zurück, falls du es nicht getan hast. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen.